Servus zu diesem Video in der Grundlagenreihe Excel für Schüler. Heute schauen wir uns absolute und relative Zellbezüge an. Relativ heißt, die Zellen verschieben sich mit. Hier sind beide relativ gesetzt. Absolut hingegen bedeutet, dass der Bezug auf die Zelle immer der gleiche bleibt. Wenn ich das hier runter kopiere, ist die absolut gesetzte Zelle immer noch die gleiche. Ja, unsere Situation ist hier, dass wir also eine Party veranstalten wollen. Ha, das war noch Zeiten. Wenn das hier gerade kacke altert, im Moment ist Lockdown, Corona und du darfst nicht weiter als 15 Kilometer weg von deiner Hütte fahren. In 2 Jahren denkst du vielleicht, wuhu. Unser Job ist jetzt erstmal, das alles einzugeben und danach schauen wir uns die Formatierung an und danach machen wir absolute und relative Zellbezüge. So, jetzt habe ich das einfach mal hier drüben so halbschalig reingehauen. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Formatierungssachen an, die wir gemeinsam machen müssen. Ach, du mal Rechner. Verbinde, zentriere ich, indem ich hier oben drauf klicke, dann muss ich die Zelle grau hinterlegen. Da gehe ich hier oben auf den Eimer und suche mir mal irgendwie so ein Grau aus. Das sieht doch vernünftig aus. Dann mache ich das Ganze noch fett. So. Anzahl der Personen und 15 ist fett und die Artikelstückzahl und der Preis ist fett. Dann mache ich die Zeilen so breit, dass meine Sachen sichtbar sind. Das passt auch, indem dass ich hier oben zwischen die Felder hineinklicke, damit das alles in die richtige Breite rutscht. Dann ist erkennbar, dass natürlich die Sachen, die Geld kosten, als Geld formatiert werden sollten. Dazu klicke ich hier oben auf das Buchhaltungszahlenformat und natürlich der Preis hier hinten auch. Das kann ich auch gleich ganz runterziehen. Vielleicht schreibt der Deutschlehrerpreis pro Person auch noch richtig. Und dann haben wir hier hinten noch so Kästchen, die wir machen müssen. Und ja, Gesamtpreis und Preis pro Person machen wir fett. Ja, und jetzt geht's ans Rechnen. Und im Endeffekt wollen wir jetzt den Preis ausrechnen, der hier immer rauskommen soll. Und natürlich kannst du hier reinschreiben, ist gleich 1,10 Euro mal 6. Und dann steht da 6,60 Euro. Dafür brauchst du kein Excel. Wenn du dir aber von dem Logischen her überlegst, was da drin steht, ist das ja Stückzahl mal Einzelpreis, oder? Das ist ja das, was hinten rauskommt. Stückzahl mal Einzelpreis. Und was du jetzt hier siehst, das ist jetzt mit Variablen, wenn du das schon in Mathe gemacht hast. Die erste Variable ist C6 und die zweite Variable ist B6. Variable heißt veränderbar. Ich drücke jetzt mal Enter und jetzt schreibt er hier 6,60. Wenn ich jetzt statt den 6 Colas 7 möchte, dann steht da 7,70. Das ist veränderbar. Der sagt einfach, lese Zahl, die steht in C6 mal lese Zahl, die steht in B6. In Java schreibt man das tatsächlich auch so. Aber das ist alles, was da dahinter steht. Und dadurch kannst du die Zahlen verändern. Und das ist halt das Coole an Excel. So. Und jetzt bin ich ein grundlegend fauler Mensch und deswegen arbeiten wir mit relativen Zellbezügen. Relativ heißt, der merkt sich hier nicht C6 und B6, sondern er merkt sich 1 links davon und 2 links davon. Wenn ich das jetzt hier 1 runterziehe dann, und doppelt draufklicke, dann siehst du schon, der sagt 1 links davon mal 2 links davon. Ja, und kopieren kann ich das, indem ich mit meiner Maus hier unten über dieses Eck fahre und dann siehst du, hier wird der Mauszeiger so ein ganz kleines Kreuz und dann ziehe ich das hier runter und dann rechnet er das hier einfach aus. Wenn ich es 1 weiterzähle, sagt er, was willst du von mir? Gesamtpreis mal leere Zelle kenne ich nicht. Ne? Also das ist nicht schlau, das ist einfach doof. Der sagt, okay, 1 links von mir mal 2 links von mir. Ist aber praktisch. Und rechne jetzt den Gesamtpreis aus, ist gleich Summe Zeug über mir. Ja, vielleicht soll ich es auch richtig machen, Herr IT-Lehrer. Klammer auf, Zeug über mir. Klammer zu. Bereiche für die Funktion Summe schreibt man mit Doppelpunkt. So. Und jetzt müssen wir ja noch den Preis pro Person ausrechnen. Und der ist, glaube ich, mathematisch, selbst für mich als Nicht-Mathematiker erreichbar, ist gleich Gesamtpreis geteilt durch Anzahl der Personen. Wir haben jetzt hier also Formeln in Zellen geschrieben mit einem relativen Zellbezug. Das heißt also, ich kann Zellen, in denen mit relativem Zellbezug gerechnet wird, kopieren und verschieben und der Abstand der Rechnungszellen zur Ergebniszelle ändert sich nicht. Der nimmt also immer die Zelle mit und sagt 1 links von mir mal 2 links von mir. Das ist der
relative Zellbezug. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Stell dir mal vor, du hast einen Klassenkameraden, der recht genau ist. Und der will halt jetzt wissen, ja, Moment mal, wie setzen sich diese 2,48 denn zusammen? Was zahle ich denn für Cola? Was zahle ich für Chips? Was zahle ich für Wasser? Und das kannst du auch berechnen. Und zwar, indem du den Gesamtpreis pro Cola durch die Anzahl an Personen teilst. Das heißt also, jeder von den 15 Leuten zahlt 44 Cent für Cola. Und das kann ich ganz normal auch kopieren, oder? Jetzt sagt er hier, Moment mal, ich kann nicht durch 0 teilen. Dividiere 0 geht nicht. Und wenn du dir überlegst, was er hier gemacht hat, ist das ganz klar. Wir haben hier also wieder einen relativen Zellbezug gesetzt. Wir haben also gesagt, teile links neben mir, 1 links neben mir durch 3 über mir und 2 nach links. Und dann hat er das runtergezogen. Und das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja, dass er 1 links neben der Ergebniszelle immer durch die 15 Personen teilt. Ja, und jetzt muss ich die 15 irgendwie fixieren. Ich muss einen absoluten Zellbezug setzen, der immer fix ist und nicht in Beziehung zu meiner Zelle steht, sondern fest bleibt. Das mache ich durch Dollarzeichen. Ich kann hier händisch Dollarzeichen vor das B und vor das 3, wenn ich es richtig treffe, schreiben. Das ist ein absoluter Bezug. Ich kann ihn aber auch ganz einfach mit F4 herstellen. Wenn ich F4 drücke, siehst du, dass der da durchcycelt. Jetzt sind beide gesetzt, jetzt ist nur die Zeile fest. Ich kann also in der Spalte verschieben und jetzt ist nur die Spalte fest. Ich kann also in der Zeile verschieben. Wenn du einmal drückst, werden beide gesetzt. In 99% der Fälle reicht das, wenn du beide fixierst. So, wenn ich jetzt mal Enter drücke und wieder hier hingehe, hier unten hingehe, siehst, mein Mauszeiger verändert sich, ich kopiere das hier runter, dann siehst du, dass er das plötzlich berechnet. Und die 15 Personen bleiben hier oben immer gleich. Ja, und so haben wir uns den Unterschied zwischen absoluten und relativen Zellbezug angeschaut. Relativ heißt, die Zellen verschieben sich mit. Hier sind beide relativ gesetzt. Absolut hingegen bedeutet, dass der Bezug auf die Zelle immer der gleiche bleibt. Wenn ich das hier runter kopiere, ist die absolut gesetzte Zelle immer noch die gleiche. Ja, und so kannst du gut mit Variablen in Excel rechnen. Ich hoffe, das war verständlich. Ich wünsche dir viel Erfolg in IT. Ciao, Servus.